Hey Leute, willkommen zurück zu This War of Mine. Wir haben einiges mitgebracht, der gute Pavel hat viele bunte Sachen dabei aus der Kirche. Und das ist schon gut was. Katja hat auch noch ein bisschen Alkohol bekommen, dafür, dass sie den Nachbarn geholfen hat, ihren Unterschlupf zu verstärken. Das ist klasse, Leute, wir haben richtig viele Tauschwaren. Jetzt müssen wir nur noch was kochen, dass die Leute wieder ein bisschen gesättigt sind. Und hoffen, dass der Händler heute kommt. Ich habe auch nichts in den Käfig gelegt, habt ihr mir gesagt. Heieiei. Vielleicht ein bisschen Köder oder sowas. Ich habe ja noch ein Fleisch. Ihr sagtet eigentlich, ich soll das Ding in den Garten legen. Aber wie komme ich da hin? Ist die Frage. Naja, schauen wir mal. So, der gute Bruno isst natürlich mal was, denn er ist ja der Koch. Ich meine, wenn der Koch nichts von seinem eigenen Essen essen dürfte, wäre das ein bisschen fies, ne? So, dann würde ich sagen, legen wir auch ein bisschen Feuerholz nach, denn es ist 6 Grad haben wir nur hier drin. Eieiei. Und ich brauche einen Thermoregulator, aber ich glaube, ich habe leider nicht genug dafür. So, legen wir uns mal schlafen. Ich würde sagen, hungrig und sehr müde. Ah, ja, ja, Katja. Warum bist du sehr müde? Komm, du isst erstmal was. Ne, warte, ich gebe ihr eine Konserve und lass sie wieder hinsetzen, weil wenn der Händler kommt, das dauert alles so lange. Arika, du darfst mal was futtern. Mein Magen knurrt. Ich weiß gar nicht, wenn die Kriminalität eingedämmt ist, müssen wir dann überhaupt noch... Also müssen wir denn überhaupt noch so viele Wachen aufstellen? Ich weiß es nicht. Es könnte ja sein, dass was passiert. So, wir brauchen... Ach, ich habe immer noch nicht genug elektrische Teile für den Thermoregulator. Ja, das ist ärgerlich. Aber haben wir überhaupt... Warte mal. Was machen denn die Wasservorräte? Ja, komm. Wir holen uns noch mal ein paar Filter. 2 Stück, ja. 2 müsste passen. Ja, ich weiß, ich brauche eigentlich die Teile, aber was willst du machen? Und wir haben keinen Filter, dann warten wir ganz kurz. Wir müssen nämlich langsam mal ein bisschen Alkohol herstellen als Tauschware. Das wäre, glaube ich, gar nicht so verkehrt. So, oh, ich dachte eben, kommt jemand. Naja. So, Arika, danach. Ich weiß, du bist müde, aber das werden wir gleich beheben. Oh, da kommt er. Ich habe was zum Tauschen mitgebracht. Warte. Das machen wir noch ganz schnell, da legen wir auf jeden Fall Katja ins Bett. Ja, ich komme. Ach, sie kann ja rennen. Okay, ich dachte, sie kann nicht, weil sie sehr müde ist. Lass uns ein Geschäft machen. Jawollo. Sehr gut. Oh, der hat so viele gute Sachen dabei. Also Medikamente und Verbandsmaterial brauchen wir auf jeden Fall erstmal nicht. Das auf jeden Fall nicht. So, warte mal. Ich würde sagen, wir verkaufen jetzt... Warte mal, Waffenteile. Brauche ich Waffenteile? Ja, ich weiß, das hätten wir aufheben sollen, sagtet ihr, die Gewehre und so. Aber ich glaube, die brauchen wir nicht. Hä, ich habe einen Thermoregulator? Warum habe ich den noch nicht eingebaut? Naja, gucken wir gleich mal. Der Helm vielleicht. Den behalte ich, weil ich baue mir da eine Rüstung, glaube ich, für den Plünderer. Aber Munition ist total übertrieben, schätze ich mal. So, Essen. Ganz wichtig, Essen. Hat er noch? Ne, Gemüse hat er nicht dabei, ne? Konserven? Was ist damit? Ist aber nicht billig. Ach nee, dann lieber nicht. Kräuter brauche ich wohl nicht. Materialien. Das ist wohl ein Scherz, das ist nicht... Was, willst du mich verkohlen? Das kostet so gut wie gar nichts, sagt er. Du willst mich doch verkohlen, Kumpel. Du willst mich verkohlen. Sehr gewöhnliches Zeug, nichts Besonderes. Interessant, wollen sie tauschen? Ah, was? Ihr Angebot ist wirklich verdammt beeindruckend. Nee, dann... Sehr großzügig. Sehr groß. Immer noch? Das reicht nicht. Gut, wir können uns einigen. Dann mache ich das schon mal. Ja, ich weiß, ich sollte nicht gegen Rohstoffe tauschen, aber ich muss. Auch gegen Holz und so weiter. Das kostet ja nicht viel. So. Was haben wir denn noch anzubieten? Wir haben noch, Schießpulver. Das will er nicht. Das reicht nicht. Das reicht nicht. Bald reicht's aber, glaube ich, oder? Was habe ich denn noch? Das ist sehr großzügig. Nee, dann, wenn es großzügig ist, dann nehme ich das mal zurück, alles. Das reicht nicht. Dann brauchen wir doch den Alkohol. Gut. Warte mal, den Zucker hätte ich aber auch noch gerne. Ja, das Problem ist halt, das Holz, das wiegt ja einiges und deswegen können wir da nicht so viel von plündern. So, warte mal, den Zucker hole ich mir für den Alkohol. Das Wasser kostet so gut wie gar nichts. Waffenteile. Und jetzt gucken wir mal, was wir noch haben. Das war jetzt vielleicht doch keine so gute Idee. Das ist wohl ein Scherz. Das ist nicht genug. Dünger. Genau, was ich brauche. Ah. Ah. Okay.
Das ist sehr großzügig. Für ein Medikament, das ist ja geil. Dann würde ich sagen, Zigaretten, oder? Schau ich mal, wie viel es gibt. Okay, 4 Zigaretten dafür. Für ein Medikament, Leute, wie gut ist das denn? Dann gebe ich ihm noch ein Medikament. Ihr Angebot ist wirklich beeindruckend. Sind das die guten Zigaretten? Qualitativ hochwertiger Tabak. Ja, komm, so viel brauchen die jetzt auch nicht zum Rauchen. Und, ich überlege gerade, vielleicht noch Kräuter? Ja. Gut, gut, wir können uns einigen. Nee, Kräuter ist Quatsch, Leute. Was soll ich mit Kräutern, ehrlich gesagt? Ich hole mir lieber, warte, ich hole mir lieber hier noch Elektroteile. Also normale mechanische Teile. So, und noch von denen hier. Das reicht nicht. Okay, dann tun wir eins zurück. Ja, ich weiß, Handeln ist sehr zeitintensiv, aber ich glaube, das war's jetzt. Gut, das ist gut. Hoffentlich werden mich die Scharfschützen... Ja, ich hoff's, Kumpel, sonst kommst du gar nicht mehr wieder und dann haben wir ein Problemchen. Ah, guck mal, die Zeit bleibt währenddessen, glaube ich, auch stehen, oder? So, ich würde sagen... Nee, komm, Pavel, lass mal schlafen. Hungrig und sehr müde. Du isst mal was. Arika, du... Würde ich sagen, du bist jetzt meine Handwerkerin heute. Darf ich ihre Handwerkerin sein für den heutigen Tag? Ja, wir haben doch einen Thermoregulator, warum? Warum kann ich denn... Achso, ich habe es gar nicht probiert. Haha, vielleicht. Dann können wir nämlich mal unsere Heizung verbessern. Es sind 9 Grad hier drin, das ist ein bisschen wenig. Oh ja. Oh ja, wir haben alles. Okay, dann bauen wir das. Ein verbessertes Heizgerät. So, Bruno, da bist du doch der Handwerker. Ach, warte mal, ich werde ein bisschen Alkohol destillieren. Wir haben ja Zucker und alles. So, Pavel, du bist müde. So. Läuft, Leute, läuft. Es ist besser als je zuvor. Ich bin ganz begeistert. Warte mal. Ich überlege gerade. Sollen wir vielleicht nicht die Werkbank verbessern? Das reicht nicht. Okay, dann werde ich vielleicht nochmal eine bessere Alkoholdestille bauen. Wenn ich mir die leisten kann. Nee. Brauchen wir auch wieder einen Thermoregulator? Nee, das ist schön. Und hier haben wir keine elektrischen Teile. Ja gut, dann machen wir erstmal ein bisschen Alkohol. Den können wir zum Tauschen nutzen. Vielleicht gehen wir dann mal an den Militärposten, weil jetzt haben wir ein bisschen Alkohol und Kräuter. Da kommt nämlich gleich, wenn schon, alles, oder? Gleich 3 Alkohol. Was geht halt? Arika, du bist müde. Ja, du legst dich schlafen. Ist halt Bruno heute der Mann des Hauses. Sozusagen. So, gut, das hätten wir. Jetzt gucken wir mal mit der Falle. Wir haben ja... Brauchen wir Gemüse oder Fleisch für den Köder? Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall sollten wir halt dafür sorgen, dass das Ding... Ah. Okay, wir können auch was? Wir können da echt Düngemittel? Okay. Oder eine Konserve. Ach, da kriegen wir immer 2 für raus. Ach, das ist ja geil. Das ist ja richtig geil. Coole Sache. Alles klar, okay. Sage ich nicht nein. Da sage ich nicht nein, Freunde. So. Ich würde sagen, die letzten Barrikaden bauen wir auch gleich, auch wenn es eine Menge kostet. Aber, ja, dann haben wir hier nämlich dicht. Und dann kann uns keiner mehr die Medikamente klauen. Oder Verbandsmaterial. Ich glaube, das war nämlich der Grund, warum die uns schon mal beklaut haben. Weil wir da nicht dicht gemacht hatten. So, die Zeit läuft langsam davon. Aber es sieht gut aus, Leute. Es ist wirklich gut. Wir brauchen halt ein bisschen Gemüse für den nächsten Tag. Sonst können wir kein anständiges... Oh, guck mal. Dann können wir kein richtiges Essen machen. Also wir können schon richtiges Essen machen, natürlich, aber es lohnt sich halt nicht, weil es zu wenig gibt. Ah, sehr warum liegt sie da so komisch? Schlaf doch mal richtig, Mensch. Gute Frau. So, und wir legen nochmal Feuerholz nach, weil wir wollen ja des Nachts nicht frieren. Ich müsste mal so langsam... Wie viel habe ich denn noch? 4. Na gut. 4 Feuerholz. Aber Waffenteile habe ich jetzt auf jeden Fall genug, Leute. Ach, warte. Genau. Schnell mal gucken, der Helm. Oh, es wird 8 Grad, 9 Grad. Ach, schön. Eine mollige Wärme. Den Helm wollte ich noch bauen. Ja gut, jetzt wird es zu spät sein gleich. Nee, hier. Es tickert schon alles. Herstellen. Das reicht nicht mehr. Es wird kalt. 11 Grad Celsius. Ja, das wird... Genug geschlafen. Perfekt, Pavel, denn du musst gleich schon wieder los. Es tut mir leid, aber... es ist recht kühl hier drin. Wir sollten über eine Heizung nachdenken. Dass wir mit ihm nichts machen können, dass wir...
Dann komm, legen wir noch ein bisschen was nach. 3 Holz. Dann wird es wieder warm. Ja, ich muss halt echt... echt wieder ein bisschen Holz ranschaffen, ne? So, alle sind wach. Ich weiß nicht, ich glaube, ich lasse Katja mal durchschlafen. Das ist ja eigentlich ganz okay, oder? Komm, du schläfst, du bist immer noch müde. Du gehst Wache stehen, du auch. Du gehst plündern. Und wir gehen natürlich wieder zur Kirche der Heiligen Maria. Eine Menge Lebensmittel. Wenn ich das schon lese, ne? Da werde ich ganz wild, werde ich da. So, nehmen wir die 3 Sachen mit. Ich weiß, es ist eine Menge, aber ich will heute Nacht, wenn es geht, nur Essen rankarren. Ach, guck mal, der ist fertig, der Helm. Warum zählt das als Waffe? Soll ich es mitnehmen? Ich weiß es nicht, Leute. Ich weiß es nicht. Die Axt nehmen wir auch mal mit. Oder? Naja, das ist... Vielleicht kommen wir noch ein drittes Mal her zur Kirche, weil wenn da eine Menge Lebensmittel sind, dann hört sich das auch sehr nach sehr viel an, nicht wahr? Oh Gott, hoffentlich sind die heute Nacht nicht da, du. Hoffentlich sind die heute Nacht nicht da, diese Typen. So, das lassen wir erstmal da. Das nehmen wir uns später. Oi, Leute. Es ist immer so ein Hin und Her. Ich bin da immer ganz hin und her gerissen. So, komm. Oh, nein. Habt das gesehen? Da steht schon einer. Kacke. Verdammtes Ungeziefer. Oh, Leute, nicht, dass der uns jetzt abknallt. Komm, wir müssen hier... Oh, Leute, der steht da oben jetzt einfach mal rum, ne, der Schweinehund. Ich weiß halt nicht, ob er freundlich oder nicht so freundlich ist, aber ich sag einfach mal Schweinehund. Könnte ja ein Böser sein. Okay, da gibt's nur Tabak. Ich muss diese Schutthaufen beiseite räumen. Dann können wir nämlich schneller hier unten durch. Oh, guck mal, wie schnell das geht. Das ist echt schon ein Riesenunterschied, ne? So. Jetzt muss ich... Ich weiß halt nicht, wo er ist. Diese Schaufel leistet gute Arbeit. Ja, obwohl, das ist eigentlich Quatsch, oder? Dass ich jetzt hier unten freischaufle, ich meine... Macht ja nicht wirklich viel Unterschied. Okay, ist hier noch was versteckt vielleicht? Oh, Leute. Ich würde so gern wissen, wo der Typ jetzt ist. Steht er noch da oben? Das ist so kritisch alles. Da oben kann ich mich auch noch verstecken. Oh, da gibt's was. Mann, kacke. Das hätten wir aufgesägt. Oh, da hinten ist noch ganz viel Zeug. Na, komm, nehmen wir mit. Das ist gutes Zeug. Oh, kacke. Leute, ich bin gerade ganz nervös. Richtig nervös bin ich. Kann ich mich wieder verstecken? Es ist viel einfacher mit einer Schaufel. Ja. Wenn ich mich irgendwo noch verstecken könnte, ne? Guck mal, da geht's noch weiter. Ach genau, das war das andere Gebäude, was die sagten mit den Banditen, ne? Eine Menge Essen. Oh Mann. Komm, alles mitnehmen. Ich brauch Essen, Leute. Ich brauch Essen. Gemüse. Gemüse. Einfach alles mitnehmen. Pfeif drauf. Oh, guck mal, was ist hier? Wie riesig das hier noch ist. Das ist ja der Wahnsinn. Zum Glück habe ich diese handliche Schaufel. Ja, Pavel, zum Glück haben wir eine Schaufel. Ich habe Hunger, vielleicht ist noch etwas im Kühlschrank. Ach, der Kacke, Leute, das... Wo geht er hin? Na gut, nach da. Ach, du Kacke, Leute, da liegt einer im Bett, glaube ich, oder? Okay. Ich schau mal hier. Da pennt einer. Da hinten ist der Kühlschrank wahrscheinlich, oder? Ja, ich muss noch ein bisschen warten, aber ich will hier durch. Ich brauche Essen.
Da oben war er. Oh nein. Oh Mann, Leute, das ist so spannend. Kommt der hier? Ganz leise. Nein, nein, nein! Alter, ich mach doch nichts. Kacke! Kommt er mir jetzt nachgerannt, oder? Och nö. Oh Leute, ich weiß nicht, ist der jetzt über mir, der Typ? Ich versuch's einfach mal. Ich muss es riskieren. Okay, da ist keiner. Och, das war ein Fehler. Das war ein Fehler. Warte. Der kommt mir nicht nach. Ich glaube, ich gehe nicht mehr in die Kirche. Ich hätte vielleicht doch mit Arika herkommen sollen, weil sie kann halt besser schleichen, du. Oh nein, ich höre die Tür. Pavel kriegst du nicht, der kann schneller rennen als du, Schweinebacke. Außerdem ist es gleich eh vorbei. Mist, 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 das war nicht gut. Aber wir haben es geschafft, ohne getroffen zu werden oder sonstiges. Ich hoffe nur nicht, dass die uns jetzt als Rache, irgendwie als Racheakt was antun werden. Dass die uns überfallen wollen oder so. Ja komm, ist egal. Hab's ein bisschen was mitgenommen. Nicht das, was ich wollte, aber wir haben ja jetzt eine Falle ausgelegt. Vielleicht werden wir da belohnt für. Vielleicht, vielleicht. Ich hätte mir die Konserven holen sollen, aber die sind so teuer. Tag 22 schon. Es ist so ekelhaft. Heute Nacht habe ich sehr gute Beute gemacht. Seht mal, was ich bekommen habe. Naja, immerhin etwas. So, Pavel, leg dich mal ins Bett. Oh, die Falle hat nichts gebracht, leider. Man kann Kinder nicht einfach drinnen einsperren, ohne dass es etwas zu tun gibt. Das Leben findet immer einen Weg. Also hat mein Junge eine Fußballmannschaft gegründet. Sie haben im dunklen Kellergeschoss trainiert. Sie waren so engagiert und kamen auf die Idee, ein Pogoron-Turnier zu organisieren. Wir haben drei andere Mannschaften eingeladen. Doch es gab ein beachtliches Problem, das wir lösen mussten. Was meinst du damit? Schlecht geschlafen. Oh. Na komm, dann lasse ich sie mal ausruhen. Warum hat sie schlecht geschlafen? Habe ich sie auf den Boden gelegt? Ich habe sie doch schlafen lassen, oder nicht? Mano. Ich meine, ich hätte sie gut schlafen gelassen. Warum ist denn das nicht fertig geworden mit dem Wasser? Warum ist das nicht fertig geworden? Haben wir das nicht fertig gemacht? Ja, dann leg dich doch schlafen. Mensch. Ich habe genug Schlaf gehabt. Mann, Katja. Sei doch mal nicht so. Ach so, gut, das war noch nicht ganz fertig. Verdammt. Ich dachte, das hätte ich fertig gemacht, das Wasser. So, ich hoffe, dass es hier warm bleiben wird. Wollen wir noch ein Bett? Nee, ein Bett ist Quatsch. Noch einen Thermoregulator? Guck mal, ich brauche für alle elektrische Teile. Das ist echt doof. Nee, warte mal, der Mixer. Den brauche ich ja hierfür, ne? Ich würde sagen, dann wäre es vielleicht besser, mal einen Mixer zu bauen. Bestandteile und Holz brauchen wir noch. Wofür brauche ich den Thermoregulator noch? Oh, was ist das? Eine verstärkte Tür. Sobald wir Löcher und Fenster im Unterstoff mit Brettern zugenagelt haben, können wir es in Erwägung ziehen, unsere Türen zu verstärken und ein einfaches Alarmsystem einzusetzen. Das sollten wir machen, ja? Ja, ja, ja. Sollten wir wohl tun, aber dann habe ich nicht mehr genug elektrische Teile. Soll ich schon mal den Mixer bauen? Ich warte noch. Es macht ja keinen Sinn, wenn ich jetzt irgendwas baue und das noch gar nicht brauche, oder? Hören wir mal ein bisschen Radio. Was steht denn da? Ich würde sagen, wir lassen uns heute alle mal hungern, weil leider... Die Truppen der Rebellen und der Regierung liefern sich brutale Gefechte in der gesamten Stadt. Einige Gebiete sind komplett abgeschnitten, während andere Schauplatz schwerer Gefechte sind. Ah... Klassische Musik. Es wird kälter. Schneefälle im Südosten von Grasnavia erwartet. Geben wir den Menschen in Pogoron doch eine warme Umarmung. Ja, supergeil. Dankeschön. Wir machen uns warme Gedanken. Das reicht ja, ne? Mann, Mann, Mann. So, warte mal. Was brauche ich denn für einen Gemüsegarten? Ich würde sagen, es macht langsam... Na gut, einen Kräutergarten. Düngemittel. Kräuter. Medikamente, billige Zigaretten. Kann ich mir hier kein Gemüse anpflanzen? Schlechte Qualität. Bandagen, Drehtabak, Zigaretten. Hm.
Ach, Kinder, das ist ärgerlich, dass ich mir kein Gemüse anpflanzen kann. Darüber habe ich ja noch gar nicht nachgedacht. Eine Gitarre. Dafür bräuchte ich erstmal eine kaputte Gitarre. Alkohol haben wir 3. Sollen wir nochmal Alkohol? Kann ich überhaupt noch Alkohol herstellen? Was ist mit der Falle? Warum kommt da nichts? Warum kommt nichts in die Falle? Mein Magen knurrt. Noch nichts. Ich glaube, wir müssen warten. Mann. Wie hätte ich denn das in den Garten stellen sollen, die Falle? Ach, hier vorne, vors Haus oder was vielleicht? Ärgerlich. Ach, du bist ja auch müde. Komm, leg dich mal schlafen. Wer ist noch müde von euch? Ihr schlaft alle schon, die müde seid. Tja, Leute, was bleibt uns anderes übrig? Dann müssen wir die Nacht beenden. So leid es mir tut. Und die Türen. Warte mal, die verstärkten Türen. Was brauchen wir hierfür noch? Das werde ich jetzt mal alles sammeln. Wir brauchen noch normale Teile. Das werde ich mir beim Händler kaufen, glaube ich. Normale Teile, dann brauchen wir... Was brauche ich denn noch? Kräutergarten. Ja, ich brauche halt normale Teile und Holz. Das ist immer das, was ich brauche. Bisschen doof, leider. Und hier brauchen wir einen Mixer. Den haben wir ja soweit, aber wir brauchen halt, ja... Essen, Teile. Na gut, wir beenden mal den Tag, Leute. Bringt ja nichts, wenn ich jetzt hier noch rummache. Es kommt kein Händler heute. Schätze ich mal. Wir lassen alle Wache stehen. Beziehungsweise Pavel, gehst plündern. Und wir gehen mal zum Doppelhaus. Was? Kann wegen Kämpfen nicht dorthin gelangen. Oh nein, die sind alle ausgegraut. Lagerhaus. Eine große Menge Teile. Dies war einmal der Lagerraum eines großen Ladens. Hier wurde eingebrochen und die besseren Sachen sind schon lange weg. Wir können aber immer noch ein wenig Nahrung und vielleicht ein paar andere nützliche Sachen finden. Aber Vorsicht! Eine kleine Gruppe Banditen hat in dem Lagerhaus Unterschlupf gefunden. Puh. Machen wir das mal. Ich habe keine Säge, verdammt. Ach nee, warum nicht... Nee. Pavel geht plündern. Schlecht geschlafen. Ja, komm, wir lassen sie... Habe ich nur schlafen gemacht? Letztes Mal bei Katja? Kann sein, dass ich das schon wieder verwechselt habe. Verdammt. Ja, wir müssen langsam mal dahin gehen, wo es gefährlicher ist. Etwas Lebensmittel. Da muss ich die Penner beklauen. Das will ich nicht. Also, die Penner, das ist böse. Das sind ja alle Penner im Prinzip. Eine Menge Lebensmittel. Oder warte. Dieses alte Wohnhaus gehört einem älteren Paar und deren Sohn. Ach, nee. Nee, Leute, ich... Will nicht schon wieder alte Leute beklauen. Wir gehen ins Lagerhaus, auch wenn es da gefährlicher ist. Wir müssen was mitnehmen einfach. Muss. Muss. Die Axt vielleicht. Und den Helm, würde ich sagen, oder? Etwas Schutz und ist kugelsicher. Dann habe ich halt echt nur... Ja, nur 8 Plätze, ich weiß nicht. Ja, komm. Pfeif drauf. So viel brauchen wir nicht. Wir müssen nur durchkommen. Wir müssen nur die Nacht überstehen. Hoppala. Ich habe ein paar bewaffnete Gestalten gesehen. Ich sollte vorsichtig sein. So. Ja gut, das reicht erstmal. Ich glaube, ich werde das Regal dann zerhacken, oder? Oh, Waffenteile, Schrott. Ich muss erstmal gucken, ob hier jemand ist. Gut, dann werde ich es zerhacken. Ich hoffe, das hört keiner. Werde ich nämlich hier das Holz und das Feuerholz mitnehmen. Ja. Erstmal das Feuerholz. Wes ist von der anderen Seite verbarrikadiert. Verriegelt. Bonjour. 50 Meter. Was auch immer das heißt. Bonjour. Oh, da ist ein Hinweis. Ja, ich weiß, ich habe viele Hinweise noch nicht gelesen hier, aber... Es ist halt auch immer so eine Frage, ob sich das... irgendwie lohnt, ne? Was heißt lohnt? Komm, jetzt kann ich erst hier runter. Oh, da ist ja schon einer. Alles in Ordnung, wir haben die guten Dinge herausbekommen. Ihr könnt euch vielleicht mal hier verziehen, dass ich mal in Ruhe gucken kann, oder? Wie wär's damit, Freunde? Was sollen wir denn hier stehen? Jemand hat Folgendes an die Wand geschrieben. Wir müssen Lena finden. Jeden Mittag werden wir am Markt sein. S und D. Diary, Traces of Lives habe ich bekommen, mein Achievement. Oh nein, noch... Jungs, wollt ihr jetzt die ganze Zeit hier rumstehen, oder was? Was? Den Gütertransport der humanitären Hilfe zu über... Sag mal, was seid ihr für Ärsche, bitte? Oh, Leute, guck mal, hier ist alles... Ein riesiges Lagerhaus. Ach du... Heiliger. Ja, und wie komme ich jetzt hier rein, wenn die ganze Zeit da rumstehen, bitte? Die müssen doch mal irgendwann weggehen. Okay, sie gehen weg. Ich riskiere es einfach mal, Leute. Ich
Ich höre die leider nicht schleichen. Also ich sehe nichts, wo sie langlaufen. So. Nee, lass ich erstmal liegen. Ich brauche Essen, Leute. Ich brauche dringend Essen und Gemüse. Ich lasse die Türen lieber mal auf. Ich meine, das ist ja auch egal im Prinzip. Wenn die das sehen, dann jagen sie mich sowieso. Düngemittel. Na. Na. Lass ich auch erstmal drin. Mach die Tür auf, komm. Da oben ist einer. Ist da unten jemand? Oh. Und Konserve, Waffenteile. Holz lasse ich mal da. Elektro, also normale mechanische brauchen wir glaube ich auch nicht. Da oben läuft wieder einer. Oh nee. Kerls, passt auf. Ich bin gefährlich. Bin der Pavel. Die ist wahrscheinlich von der anderen Seite versperrt, ne? Oh Gott, da oben laufen sie rum. Alter Schwede. Oh, da läuft einer. Komm, ich nehme die doch mal mit, die Teile. Oh, Kacke, Kacke, Kacke. Wenn du jetzt hier runterkommst, du Penner, ne? Ich muss dich leider zerhacken. Oh, habe ich die Tür zugemacht? Okay, ich habe keinen Platz mehr. Stehst du jetzt ernsthaft da oben rum? Nee, geht hier weiter. Oh Leute, ich muss hier weg. Ich muss hier weg. Was hatte ich hier denn noch? Holz, 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 Holz. Gut Holz. Nee, nee, nee. Mach die Tür auf. Wir gehen. Ich lasse sie am besten gar nicht erst merken, dass wir da waren. Also einfach weg. Das war nicht gut, Leute. Das war kein guter Plündervorgang jetzt hier. Wir haben eigentlich gar nichts von dem, was wir brauchen. Mit, na gut, Teile halt, ne? Aber es ist... ist immer so ein bisschen kritisch. Na gut, Leute. Ich würde sagen, für dieses Mal lassen wir es gut sein. Der Part, die werden immer länger, ne? Die werden immer länger. Tag 23. Die Illuminaten. Auf jeden Fall fände ich es cool, Leute, falls ihr es in Erwägung zieht, den Daumen nach oben rein zu hämmern. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst mich das wissen. Schreibt es mir in den Kommentaren, was ich hätte anders machen können. Ja gut, unsere Wachen leisten gute Arbeit. Keiner wurde verletzt, das ist schön. Und wir haben halt nur so ein bisschen random Zeug, aber immerhin. Naja, auf jeden Fall hoffe ich, wir sehen uns wieder nächstes Mal zu This War of Mine.